Guten Tag, wir sind hier auf dem Messestand der Firma Noll. Wir bestehen seit 1996. Wir stellen Montageanlagen her im Rundtaktprinzip. Unsere Hauptkunden sind Kunststoffspritzbetriebe, auch die Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie. Dort geht es darum, mehrere Komponenten miteinander zu verheiraten, sage ich mal. Das bedeutet, wir verpressen sie, wir verprägen sie, wir verschrauben sie, wir vernieten sie, wir verkleben sie, wir verschweißen sie. Und des Weiteren kommt natürlich dann auch die Prüfung, ob die Artikel vorhanden sind, ob sie auch maßhaltig verpresst worden sind, verbaut sind. Und wir prüfen das Ganze natürlich auch mit einem Vision-System oder einem Kamerasystem, ob alle Bauteile die richtige Lage haben, die richtige Position haben. Wir können auch weiterhin die Artikel bedrucken mit Inkjet-Druckverfahren, Laserdruckverfahren. Dort können wir einen QCR-Code, Barcode, was der Kunde möchte, Chargennummer aufbringen. Wenn die Artikel in Ordnung sind, können wir sie auch danach verpacken. Das heißt, als Schüttgut im Karton in einem Tray einstapeln, das Tray auch wieder in einem Karton verpacken. Und des Weiteren bieten wir auch die Möglichkeit, die Kartons zu verschließen, auch zu etikettieren. Wir haben auch seit 3 Jahren den Roboter von Universal in unserem Programm, der ohne Schutzumhausung betrieben werden kann. Er hat die Vorteile, dass er eine leichte Programmierung aufweist. Das heißt, jeder Bediener kann halt in einem Tag Schulung den Roboter kennenlernen und auch programmieren. Des Weiteren haben wir ein System jetzt in unserem Programm, wo wir lose Schüttgutteile mit einem Kamerasystem auf einem Förderband erkennen. Das Ganze funktioniert im Durchlichtverfahren und dort können 20 bis 100 Artikel einprogrammiert werden. Das heißt, unser Kunde hat den Vorteil, kleine Losgrößen zu fertigen und kann auch dieses System von einem Arbeitsplatz zum anderen stellen und dieses innerhalb von einem Tag in Betrieb nehmen. Wir haben auch seit diesem Jahr eigene Komponenten im System, das heißt eine elektrische Zweihandpresse, die von 2,7 kN bis 114 kN betrieben werden kann. Diese können auch natürlich in Montageanlagen integriert werden. Des Weiteren gibt es Pick-and-Place-Anwendungen mit Elektrozylindern, die wir dann halt mit einer Leistung von 60 bis 70 Takten fahren lassen können. Wir haben auch ein Taktband, was der Kunde in 2 verschiedenen Bauartgrößen und Abmessungen bei uns bestellen kann. Und des Weiteren haben wir auch noch Schmalspurbänder und Bunkerbänder mit Füllvolumen von 20 bis 100 Liter in unserem Portfolio. Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, schauen Sie auf unserer Homepage vorbei, noll-sondermaschinenbau.de. Vielen Dank.